Und hier sind live und direkt zwei der fantastischen vier, Smudo und Thomas D. Hey, da freuen wir uns. Guten Tag. Oh, guck mal, mir fällt hier schon der Ton weg. Der Ton weg, ja. Vor lauter Freude, uns zu sehen. Hi. Knatschsessel hier, macht's euch gemütlich für irgendwie zu Hause. Warum zu zweit? Wo sind Andi und Michi? Was ist los? Andi tot. Ja, Andi macht jetzt eine Lehre als Fernmeldetechniker. Schön. Und da muss er total viel lernen, deswegen konnte er nicht kommen. Und Michi hilft ihm dabei. Super, toll. Ja, dann ist ja jetzt nur die Hälfte da, dann können wir im Grunde den Rest der Sendung auch nur zur Hälfte machen. Wir können die ganze Zeit so spray, lass einfach die zwei Hälfte von unserer ganzen Wörter weg. Ja, wenn, können wir, mach. Ja, eh gut eh. Mach was so. Ja. Jetzt muss ich wo? Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Ja. Aber mittlerweile habe ich sie wieder, die Karte, die ich als Nächste brauche hier, um zu wissen, wie es weitergeht. Der Fanta 4 Riesenknüller, Nummer 1, war ja die da, das war 92. Der ist ja Nummer 2 gewesen. Das ist praktisch der Riesenknüller Nummer 2 gewesen. Der ist jetzt Nummer 1 weg. Gewesen. Und dazwischen war ja, da habe ich mich jetzt mal kundig gemacht, war ja erstmal das hier. Hey, du willst Dank haben. Dank haben. Oh, das ist, glaube ich, hey, Moment mal, das ist Roberto. Hey, ich bin Roberto. Da kam das. Dann ging es weiter mit. Ja, er hat die ersten zwei vergessen. Nee, ich habe nur die. Ich habe gesagt, danach. Ab die da. Hausmeister Thomas D. und diese ganze Großstadtsache und sowas alles, ist alles nicht dabei. Ist davor gewesen, das stimmt, ja. Ja, hättet ihr euch mal träumen lassen, dass sie es weg, so dieser Erfolg wird mehr verkauft, mehr Singles verkauft als Take That? Naja, geträumt haben wir schon davon. Ja. Aber dass es Realität wird, das hätten wir, glaube ich, nicht gedacht. Thomas, du hast einen Kameraschatten gerade gehabt. Was? Du hast gerade Kameraschatten gehabt. Ja, mal schnell weg jetzt. Smudo hat es schon kritisiert. Und, da wieder Kameraschatten. Kameraschatten. Und diese Sie ist weg-Situation, ich meine, das kann man schon nachvollziehen, das hat ja jeder mal erlebt. Jetzt bei der neuen Single, bei Raus zum Beispiel, die Freundin, die muss raus aus dem Haus. Das ist nicht unbedingt, aber wie viel wirklich Erlebtes steckt denn in so einem Text drin, wie zum Beispiel bei Raus? In jedem Lied, das wir singen, ist eine echt erlebte Geschichte. Nur in Wirklichkeit ist so eine erlebte Geschichte ja viel länger. Was, als es dann nachher in 3 Minuten wie das Lied Raus dann zum Beispiel einen Anschein hat, das ist ja ganz kurz. In Wirklichkeit ist es eine Erfahrung, die ich über die vielen Jahre hinweg gesammelt habe, in meinem Gefühls- und Beziehungsleben, gesammelte Erfahrungen, manifestiert in dem Lied Raus. Ich darf sagen, dass es keine aktuelle Situation ist. Und du sagst das so schön, das glaube ich dir auch. Ja, ne? Ja, ja, und normalerweise seid ihr beide die Sprechwerkzeuge der Band. Ja. Neben Michi auch mal wieder ab und zu. Ja, wenn er gerade nicht erkältet ist. Ja. Macht das auch ganz gerne. Und jetzt Fernmeldetechniker. Aber Instrument müsstet ihr jetzt auch beibringen. Zumindest hast du dir das vor 2 Jahren ungefähr gesagt, ne? Ja, richtig. Ich dachte, wir müssen auch weg von dem, dass ich eben nur Sprechsänger bin zum Beispiel. Man muss auf der Bühne manchmal ein bisschen flexibel sein. Und auch wenn unsere Band, wir spielen ja mit Discjam zusammen hervorragende Musiker, haben also eine komplette Live-Band, wenn die jetzt mal irgendwie scheiße drauf sind. Oder wenn da ein ausfällt. Ja, dann muss man halt sagen, okay, mach ich das selber. Zufälligerweise steht ja ein Bass neben dir. Nein, das ist ein Zufall. Echt, hast du noch gar nicht gesehen, oder? Nein, tatsächlich. Wahnsinn. Ja, Bass spielen kann ich gut. Ja? Ja. Können wir da vielleicht mal eine kleine Kostprobe, oder? Kein Problem. Thomas D. von Fantastischen Vier am Bass. Ja, das ist nur für Simone, die wissen möchte, dass sie die Texte schreibt. Simone, das ist hier dabei. Hier flattern die Faxe rein. Und das ist Thomas D. Okay, ready? Ich singe dazu ein bisschen, wenn es ausmacht. Natürlich nicht. Okay. Gehe deinen Weg, mache dich frei. Baby! Gib mir alles, was du willst. Baby! Baby! Halt, toll! Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wie lange spielst du jetzt? Zwei Jahre. Hey, das war richtig klasse. Danke schön. Ja, ich finde es auch. Es wirkt. Also ich habe jetzt auch schon. Ihr hört auch nicht nur die eigenen Stücke. Teilweise wieder aufgehört, weil ich zu gut geworden bin. Nicht. Das stimmt wohl. Das hätte ich auch. Ja, weil da kommt man zu sehr in Übung, dann fehlt auch die Spontanität. Also wenn ich mit meinem Bass, und so weiter. Smudo. Michael. Schöne Stücke habt ihr mitgebracht, auch zum Gucken, die nicht von den Fantastischen Vier sind. Ja, wir haben uns was gewünscht. Zwei Wünsche. Kommt jetzt mein Wunsch? Jetzt kommt dein Wunsch. Jetzt kommt mein Wunsch. Tatsächlich. Habe ich es nicht gesagt? Mein Wunsch. Ich wünsche mir von den Exhibits, oder heißen die Exhibit, oder heißen die einfach nur Exhibit? Vielleicht heißt es ja auch Exhibit. Ich denke, sie heißen Exhibit. Exhibit? Paparazzi. Paparazzi oder Paparazzi? Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichten mit dem Paparazzi? Kennt ihr wahrscheinlich auch sehr gut, ne? Nein, kann ich nicht. Nee, nicht, gar nicht so. Nicht mit Kamera ständig verfolgt, ihr beide zum Beispiel. Ach so, das? Ach so, ja, die Geschichte meine ich, ja. Doch, wir hatten da gestern bei MTV, fand ich sehr schön. Ja, da stimmt. Waren echt 40 oder 50 Fotografen. Und zwar auf jeder Seite von diesem langen Gang.
Und wir kommen hoch und keiner wollte dann. Wollte unfotografiert hinter uns waren. In das heiße Braut. Patsy Kensit oder Kensy Patsit. Die keiner kennt, aber die gut aussieht. Oder vielleicht war es auch. Aber Zuhörer oder Seher wie Tina wollen, glaube ich, was sehen, oder? Tina. Tina. Ja, hallo. Hallo, Tina. Hörst du uns oder siehst du uns? Ich höre und sehe euch. Ich höre beides sehen. Und du willst was sehen, oder Tina? Du willst was sehen. Ja, ich hätte mal Thomas D. gesehen gern. Ja, das neue Tattoo. Ich habe gehört, du hast ein neues Tattoo. Was? Wer hat das behauptet? Er hat ein neues Tattoo. Also, dazu, Tina, ich zeig dir eins meiner Tattoos, aber ich kann nicht alles zeigen. Aha. Jetzt muss man, der Stelle muss man eigentlich sagen. Hier noch mein toller Waschbrett. Schade, dass ich nur ein Radio habe. Ja. Das ist schon schick. So Jetzt ist aber gut, ja. Das ist schlecht für die Radiohörer. Alright. Tina, jetzt machen wir aber nicht diese Bates-Geschichte, dass du jetzt, dass er dich nachher zurückruft und ihr trefft euch mal oder so, ne? Ach nö, Bates will ich nicht. Nee, und auch Thomas D. Thomas D. willst du, dass Thomas D. mal bei dir vorbei? So? Ach, der hat doch bestimmt schon eine das Freundin. Das machen wir schon. Ja, okay. Rufst du, ich? Ja. Rufst du zurück oder ist du, hoffnungslos? Das ist ja. Ganz ehrlich. Eine CD würde mir reichen. Da geht schon los. Siehste, ich wusste es. Du bist der Profi. Sollen wir das machen? Das müsst ihr entscheiden. Ist eure CD. Du kriegst die CD. Nein. Tina soll erst einen Vierzeiler bringen. Kannst du schnell was reimen? Die bitte? Reim doch mal schnell was. Ein Vierzeiler. Komm schon, Tina. Reimen oder raten? Reimen. Reimen. Schneller. Reine ich liebe Kuchen. Euch, ihr seid so geil. Die CD will ich haben und ist bald mein. Ach, scheiß. Ja, okay, geht. Okay. Hey. Ja, schön. Einfach dranbleiben, du kriegst die CD. Ich möchte bleib dran, wir nehmen deine Adresse auf, ich komme vorbei. Ich möchte ganz kurz die Frage beantworten. Seid ihr zufrieden? Ist es nicht doof, Interviews zu geben? Hör mal, dieser nette Mann, ja, hat uns eingeladen, hat uns gefallen, ob wir kommen möchten. Und wir dachten, in die Sendung kommen wir gerne. Das heißt, es macht uns großen Spaß. Das freut mich. Das ehrt mich auch. Ich bin ja eigentlich auch so in der Szene drin. Das A und O beim Hip-Hop sind ja die Samples, diese kleinen wunderbaren Stückchen, die man sich irgendwo, ich sag mal entgleit und dann wieder so einbastelt in diese Stücke. Und hauptberuflich bin ich ja Sample-Verkäufer. Ich bin ja immer wieder unterwegs in Deutschland von Hip-Hop-Band zu Hip-Hop-Band, wo ich schon ist überall das wahr? War. Das ist so. Und ich preise da meine Samples an. Und ihr werdet lachen, ich war auch bei DJ Hausmarke in Stuttgart und wollte ihm ein Sample verkaufen. Action übrigens. Und schon stehen wir mittendrin in der Bear Music Factory in Stuttgart bei den Fantastischen Vier. DJ Hausmarke, wollen wir mal gucken, ob er da ist. Der Michi ist noch ein paar Schritte in seinem Büro. Das hier ist. Hallo. Da ist er. Entschuldigung. Wie siehst du aus? Hallo? Du bist nur, was willst du? Wie siehst du aus? Ja, ich bin cool, Mann. Ich verkaufe Samples. Ey, das sind Samples Deluxe, Mann. Nummer 1. Das ist nicht schlecht. Jetzt, das hier muss ich mal hören. Das hier. Nee, nächste Rille. Ja. Hey, das brauche ich. Was das ist was? Klasse. Andi hat am Sonntag Geburtstag. Andi Y. Ja, genau. Das ideale Geschenk, Mann. Geil. Okay, nimm du das? Lass mir erstmal reinhören. Passt schon. Das Sample gehört dir. Sollen wir es einpacken? Nee, ich erst gleich, danke. Okay. Und das hier habe ich dafür gekriegt für dieses Sample. Ja. Live und direkt auf Vinyl. Mit Bonustrack. Mensch, das hebe ich mir auf. Das ist gut auf. Hey, das und ist ein Dreifachmenü. Das ist ein Dreifachmenü. Ja, aber ein Dreifach. Und im nächsten Hit möchte ich das Sample hören, ne? Quasi. Schönen Gruß an DJ. Du musst da Michi machen. Lass uns Verkehr machen. Dagmar, wärst du soweit? Ich bin soweit. Dagmar ist soweit. Wir können Verkehr machen. Wir gehen auf die Straße. Jetzt alles ruhig und zuhören. 2:30 Bayern 3, der Service. Normaler Verkehr auf den Fernstraßen in Bayern. Warren G. und Adina Howard aus dem Film Rumble in the Bronx mit Jackie Chan. Das ist sowas für dich, so ein Kuchenschinken, ja, oder? Den habe ich gesehen. Ich liebe ja diese Filme, aber der Film wurde mir jetzt auch nicht empfohlen. Nee. Ich glaube, der ist nur was für Spezialisten. Aber du bist eh so der Sportler, ne? So Freeclimber-Typ, oder? Freeclimber. Deswegen ist der so drahtig, ne? Freeclimbing heißt das jetzt. Freak-Climbing. Ja, du hast sogar ein paar Griffe irgendwie in die Wohnung installiert, oder? Habe ich mal gemacht, genau. Der Mann ist informiert. Ja, ich kenne, der hat mich kundig gemacht. Ich hatte einen Parcours, pass auf, der ging an meiner Wand entlang, da war ich genau einen Meter über dem Boden, da war die Decke aus schon. Dann bin ich immer so hoch, zur Seite wieder runter. Wenn die Zweine drunter falle, gell? Stich. Und ich weiß ja noch viel mehr. Ich weiß ja, dass du ab und zu mal Klassik hörst. Sehr ich höre gerne Klassik zum Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Oder beim Aufstehen. Oder beim Aufstehen. Wir können das mal proben, Moment. Ja? Vielleicht einmal Klassik. Ja. Stimmt. Das ist echt Wahnsinn. Der steht echt Wahnsinn, echt. Und beim Geschlechtsverkehr. Bist du da mehr eigentlich der Typ? Oder bist du beim Geschlechtsverkehr mehr der Typ?
gefällt mir besser. Das ist Mudo. Haben wir vielleicht noch so eine Frage, die in diese Richtung geht? Sexualität, nee. Sexualität ist jetzt auch gar keine Frage da, das ist schade. Aber was vielleicht nicht schlecht ist, ist die Christa. Guten Abend, ja, Christa. Hi, Christa. Christa. Mensch. Ja, also ich wollte euch mal fragen, was sich seit eurem Erfolg alles verändert hat, also eure Freunde und das Umfeld. Sag mal, Christa, kommst du aus Berlin, wa? Nee, aus Neuburg. Oh, okay. tja. Ja, die Autos sind größer, die Freundinnen sind hübscher. Und kleiner. Und die Bankkontos sind größer. Und tatsächlich hat sich für uns mal rein inhaltlich und vom Persönlichen, glaube ich, nicht sehr viel mehr geändert, um die Frage ernsthaft zu beantworten. Als ich sowieso ändern würde im Laufe des Älterwerdens, ändert man sich ja immer. Mit dem Unterschied, dass wir vielleicht sehr früh lernen mussten, dass wir selber uns am ehesten gut finden müssen. Man neigt am Anfang, wenn man anfängt, Erfolg zu haben, dazu, es allen recht machen zu wollen. Und das geht nicht. Okay. Das war's schon, ja. Christa. Kann ich von euch vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, da musst du dir schon was einfallen lassen. Wie wär's mit 10 Kniebeugen? Ja, okay. Dann mach mal, los. 1, 2, 3, 4. Okay, 5 ist auch okay. Du hast alles klar gemacht, das zählt doppelt. Das ist okay. Aufstehen? Okay, danke. Danke. Ja, okay, Christa, dranbleiben, du kriegst die CD. Dran. Hey, kriegst du wirklich diese CD? Die kriegt ja die CD. Das zack, geht ja die müssen ratz. Weg, die Dinger. Von wegen, Hörer müssen was leisten. Da könnt ihr mal. Lars, du hast eine schöne Idee. Lars. Hallo? Hallo, Lars. Ich bin Lars Hillebrecht aus Detmarshausen bei Göttingen. Grüß dich. Grüß dich. Ich wollte mit den Fantastischen Vier, mit den beiden mal das A Cappella, die ist wegsingen. Dafür die CD kriegen. Guter Plan. Und du machst mit? Ich mach natürlich mit. Und welchen Part machst du? Was? Welchen Part nimmst du? Das ist weg wahrscheinlich, oder? Soll ich mal kurz ansingen? Sing kurz an. Und wir machen ein bisschen Backing Vocals. Also du könntest die Stimme von Michi Beck machen. Okay, auf geht's. Smudo macht dann seinen Part. Entschuldigung. Warte, Moment. Muss ich mal einstimmen? Ja. So. Heute ist einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle fragen, die ich nicht kannte. Oder nur von Hören sagen, rannte ich durch mein Leben. Okay, danke schön, das reicht schon. Hier ist die CD. Ja, ich fand das also. Ich habe mal eine Frage, ganz kurz. Nee, jetzt Moment mal, ja. Erstmal, also gerappt war das ja nicht so toll und dann hast du auch ein paar Worte vorhin überhaupt. Komm, ey. Lars, merkst du eigentlich, dass Thomas schon die ganze Zeit mit dir redet? Lars, der wird eine CD abgezogen. Eine CD wird abgezogen. Müssen wir abziehen, Lars. Ciao. Dankeschön, nächster. Jennifer. Hallo Jennifer. Hallo? Aus Sande. Hallo Jennifer. Ihr Lieben. Hallo du Liebe. Also, meine Frage ist... Guck mich doch nicht so an. Einmal rüber. So, habt ihr schon mal gegen das Gesetz verstoßen? Nein, wir würden niemals gegen das Gesetz verstoßen. Ich bin vorhin gegen das Pult hier gestoßen. Das war ja, gegen das Pult gestoßen. Ich bin schon gegen Verkehrsgesetze verstoßen. Nämlich, ich bin einmal beim... Ich bin zu schnell gefahren. Noch nie eine Anzeige bekommen oder so? Anzeige. Ich bin mal mit meinem Mofa vorm Rathaus die Treppen runter. Das fand ich ziemlich cool. Da war ich noch sehr jung, aber ich bin um eine Anzeige drumherum gekommen. Und wie ist das, mit diesem Foto? Dieses Foto, das ist doch lustig. Das Foto von mir im Auto? Nein, mit dem Motorrad. Achso. Nein, nein. Ah, das versucht ihr nicht. Nein. Nein, gilt nicht. Nein, das war ein Foto. Das hat gerichtliche Folgen sonst. Erzählen oder CD? Kann nichts zu sagen. CD. Dranbleiben, einfach dranbleiben. Und ich gebe ab ans Mudo. Ja. Weil du weißt, was jetzt passiert. Ja, hallo, ich möchte eine Frage an die Fantastischen Vier. Ach so, ich verstehe dich. Was willst du mit mir? Ich möchte ein Video. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsvideo, meine lieben Freunde, liebe Mädchen, liebe Jungs, liebe Zugucker. Ich möchte euch eine Band vorstellen. Und zwar, wir sind ja, dies ist ein Live-Album, was wir rausgebracht haben, was wir gemeinsam mit einer Live-Band aufgenommen haben. Nicht die Brille, sonst kann man es nicht richtig sehen. Und diese Live-Band heißt Disc Jam. Und der Schlagzeuger hat eine eigene Gruppe, die heißt Butter. Und das Lied heißt Laughing Man. Und das hören wir jetzt. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur moderne Tanzmusik. The Laughing Man von Butter, alias 2/3, glaube ich, Disc Jam oder so. Ein Fünftel. Zwei Fünftel sogar sind das. Kann ich nicht rechnen. Ich habe ja auch immer Butter im Kühlschrank und die wird dann immer schlecht. Das wird dann praktisch zu Living Butter, praktisch, sozusagen. Zu Smelling Butter. Der Scherz ist jetzt auf meiner Seite. Aber jetzt kommt die schönste Stelle. Die schönste Stelle, wie jedes Mal. Ich darf nämlich Faxe holen gehen. Wollen wir doch mal gucken, ob schon Faxe da sind. Aber irre, es ist wahnsinnig viel. Oh, sogar eine E-Mail dazwischen. Wo kommt die denn her? Wie alt ist euer jüngster Fan? Wie alt ist der? 3 Jahre. Danke. Ist das wahr? Nächste Frage. Also das ist eine Behauptung hier. Mhm. Ich glaube, wir haben sogar noch jüngere Fans. Ich habe hier eine Dame, sie heißt Sabine. Sabine fragt,
Wie kommt ihr mit eurer Vergangenheit zurecht? Ich meine die schwäbische Vergangenheit. Unter uns gesagt, ich weiß, von was ich rede, ich bin halb Schwabe, aber ich habe gelernt, damit zu leben und zurechtzukommen. Ja, ich bin Alkoholiker. Ich habe mit dieser Vergangenheit leben gelernt, damit zurechtzukommen. Du verstehst die Situation falsch. Wo man halt geboren ist, da kann man nichts für und wo man aufwächst und so. Es ist keine Krankheit, für die man sich schämen muss. Schön ist ja, dass du in Offenbach geboren bist. Doofe Frage. Ja, genau. Ich bin in Offenbach geboren, in Ostwestfalen aufgewachsen. Besser DF4, Leute. Dieser Mann kriegt eine CD von mir. Ja, das muss aber genehmigen mit unserem Stempel hier. Ja. Thomas, ja? Drauf, komm. Zeig dir ganz kurz. Moment, ich hau das hier. Das ist jetzt natürlich schwer auf so einem Gummiding da. Moment. Ja. Und zack. Pass auf, da habe ich auch noch gleich einen Kandidaten. Nämlich? Hallo, ihr Süßen. Eure Moni. Moni ist krank im Krankenhaus. Ja. Liebe Moni, gute Besserung. Wir sind eine mega tolle Band, da muss ich dir vollkommen recht geben. Und deshalb würde ich mich tierisch freuen, eine signierte CD von euch zu gewinnen. Ich wünsche euch eine musikalische Zukunft. Du bist mit einem gebrochenen Bein, also 5 Liegestützen sind okay. Und eine CD für dich. Und schön aufdrehen. Und hier habe ich E-Mail. Eine E-Mail. Was habt ihr mit der armen Müllerni gemacht? Die gut aussehende Assistentin fehlt mir schon richtig. Wir haben gar nichts mit ihr gemacht. So. Müllerni, meine Assistentin. So, kennt ihr noch gar nicht? Ich darf kurz vorstellen. Müllerni. Ja. Ist sie gut aussehend? Das ist Müllerni. Meine Assistentin, die auch, sie frisst alles, ist extrem pflegeleicht. Aha. Das ist Müllerni. Wir haben gar nichts mit ihr gemacht und Müllerni. Also, das ist kein Akt hier. Also, die bleibt bei mir. Die hätte sie nämlich gerne gehabt, oder sie? Oder? Ja, hätte sie gerne. Ansonsten mir nehmen. Mir geben, bevor wir sie wegschmeißen. Nix da, die bleibt bei mir. Okay, jetzt kommen wir zu Mails von uns, ja? Ja, wir sind ja immerhin die Gäste hier. Also, und zwar habe ich hier eine E-Mail von Stefan Immler. Hallo. Ich würde mich freuen, ich freue mich jeden Freitag auf Anrufshow, schreibt er. Was für eine treue Seele bin ich doch. Dafür will ich den nächsten Tag am Meer mit euch allen verbringen. Wenn du einen ausgibst, sehr gerne. Wann und wo? Gibt es dieses Weihnachten wieder ein romantisches Weihnachtslied? Du spielst an auf den Song Frohes Fest, heißt der von uns, der ist indiziert. Das heißt, was ich hier sage, ist auch keine Werbung. Das heißt, man darf den Titel nicht mehr bewerben, außer du bist schon über 18. Dann kannst du ihn bestellen, dann wir werden kein extra neues Weihnachtslied machen. Man darf auch nicht sagen, dass es eigentlich auf CD gibt. Das darf man nicht sagen. Ihr seid super! Sehr gut. Da, Stempel! Und Nee. Nicht? Was meinst du eigentlich mit Würstchen? Achso, Stempel habe ich ganz vergessen. Weil ihr drückt mir hier irgendwelche Wiener Würstchen in die Hand. Okay, wir haben hier zwei. Von dir. Und dann habe ich hier eine sehr interessante Frage von einer E-Mail von Jens Kuckelhorn. Warum werden anspruchsvolle Fanta 4 Texte von Radios nicht gesendet? Primitiv gleich erfolgreich. Eine kritische Frage, die ich gut finde, deswegen habe ich sie extra rausgesucht. Ja, du musst wissen, dass Radio arbeitet nach eigenen Gesetzen. Da breche ich jetzt aber sofort eine Lanze mal für Bayern 3. Wenn ihr wüsstet, was wir von euch spielen. So Super 3. Kein anderes. Super 3 ist eine super Sendung, weißt du, da wird immer viel für uns gespielt. Eben. Es gibt auch immer Nischen in Radiosendern und raus ist ja wohl ein anspruchsvoller Text. Ja, der läuft. Würde ich doch gerne machen. Internet. Nein. Video. Ja. Jetzt wollen wir schon? Wollen wir das Ergebnis schon verkünden? LL Cool J, Tokotronic und Massive Attack standen zur Auswahl. Und wie ist das Ergebnis? LL Cool J, 30%. Ah, Tokotronic, 40%. Und Massive Attack, 30%. Also gewonnen. Das heißt Tokotronic! Tokotronic, das Internet, Wunschvideo, die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich habe da nie Probleme. Nehmt ihr Wattestäbchen? Wattestäbchen? Benutzt ihr Wattestäbchen? Ich meine, da scheiden sich ja die Geister, ob man jetzt da den Dreck weiter reinschiebt oder ob man da vorne... Ich die Finger das Ohr ist ein selbstreiniges Organ, habe ich gehört, von meinem Gemeinschaftskundelehrer damals. Und seitdem habe ich eigentlich nie wieder Wattestäbchen verwendet. Ich denke auch. Ich denke übrigens auch, unserem Studiogast heute Abend gefällt es hier. Einer Zuschauerin, und das ist die... Habe ich es vergessen? Fan der Woche! Fan der Woche! In der Fankurve! Fankurve, ich hab's fast. In der Fankurve. Daniela! Daniela aus. Richtig. Aus? Passau. Passau. Genau. Gefällt dir bis jetzt? Schön, oder? Super. Super Platz hier. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr wollt, wir lassen immer jemanden rein bei uns. Wenn es euch mal interessiert, wenn ihr dabei sitzen wollt, zum Beispiel bei Fantastisch 4, geht es ja nicht mehr. Nee, ist jetzt vorbei. Ist jetzt vorbei eigentlich. Aber gerne könnt ihr euch da auch was einfallen lassen: Faxen, anrufen, schreiben einfach, wie ihr lustig seid. Aber wo Faxen? Apropos Schreiben, ganz kurz. Sollen wir noch ein paar Faxen machen? Stefan. Oh, das ist wichtig. Ja, das ist wirklich wichtig. Viele Fans schicken uns immer diese Diddelmäuse. Das ist eine Diddelmaus, die von oben nach unten fliegt. Man sieht sie von unten. Diese Diddelmaus. Alle Musikstars, alle Musiker hassen diese Maus, weil wir jeden Tag Fanpost bekommen mit der Diddelmaus. Ach, ich bin so einsam, drück mich doch. Und Diddelmaus hier, Diddelmaus da. Und Diddelmaus auf der Bühne und Diddelmaus auf dem Fax. Die Ärzte finden es scheiße, die Hunde und ich auch. Deshalb würde ich dir eigentlich gerne keine CD geben. Aber weil wir dich ja so, weil wir uns ja so lustig machen mit deiner Diddelmaus. Ja. Und endlich mal diese Lanze brechen müssen. Bitte, liebe Fans, ich weiß, ihr seid in einem Alter, da findet ihr solche Mäuse süß. Aber die sind so eklig. Deshalb, trotzdem, komm. Eine
Du bist so kulant. Ja. Du bist so nett. Okay, dann will ich einfach mal sagen, der Nick aus Berlin. Ja, hi. Einen schönen guten Abend. Hi, ich wollte mal wissen, was machen die vier denn an Weihnachten so? Ist ja nicht mehr so lang. Wanken? Fisten? Also ich für meinen Teil plane da den Weihnachtsabend im Kreis der Familie zu verbringen. Der Michi... Sehr anständig. Ja, ganz anständig. Erstmal natürlich bis um 10 Uhr und dann gehe ich weg mit meinen Freunden. Michi wird mal wieder im Urlaub sein. Ist er ja immer. Snowboarden, oder? Auch krass. Nein, in der Sonne liegen. Sonne. Weil wir haben ja nie Zeit, deshalb müssen wir im Winter mal in die Sonne. Ja. Mhm. Und Smudo, du? Ich glaube, ich werde in eine Hütte nach Dänemark gehen. Nein. Fällt mir gerade so ein. Habe ich was auf dem Schirm? Man muss halt raus. Vielleicht verbringe ich noch mit der Familie, aber ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ich gehe in Urlaub. Sonst hat mir so wenig Gelegenheit dazu. Ja, aber raus. Man muss einfach raus. Also ich würde sagen, raus. Ich kann mich da nur anschließen. Man muss raus. Man muss raus einfach. Und eine CD kriege ich dafür. Du kriegst eine CD und wir kriegen die Fantastischen Vier dafür. Aber einverstanden. Okay. Raus. Ganz toll, mich da einzuwickeln. Toll. Habt ihr mich doch eingewickelt gekriegt. Tja. Schön. Ja, hier schreibt jemand, dass es draußen kalt ist. Das ist richtig. Wie sehe ich aus? Gut. Schön. Trotz Decke. Steht hier gut? Hat dir gut gestanden? Überall diese Dinger hier. Ist ja Wahnsinn. Aus dem Album. Live und direkt von den Fantastischen Vier. Die wahrscheinlich einzig Singlebleibende, oder? Was, Singlebleibende? Das ist eine gute Frage. Nein, wir planen... Noch eine weitere Auskopplung. Wir planen ja noch eine weitere Auskopplung. Nämlich? Und der Picknicker sind wir der überlegen. Picknicker, aber es ist noch nicht raus. Ihr könnt jetzt anrufen unter... Ich weiß es nicht. Vergessen. Unter 110. Oder faxen und sagt uns, ob ihr den Picknicker haben wollt oder vielleicht ein ganz anderes Stück. Ja, genau. Ja. Wir arbeiten dran. Wir können gerne die Nummer nochmal sagen. Das hier? 130, 186, 176. Ich meine, es sitzt ja immer jemand da. Dem könnt ihr das dann ruhig auf die Nase binden. Das steht schon. Jetzt ist es ja so, das ist ja, eine Seite ist ja live. Mit Discham, das wissen wir ja jetzt. Der benutzt der Rina Winzer. Andere Seite sind ja Remixe von der Crème de la Crème. Ah, oui. Guru zum Beispiel. Mhm. Grupps sind dabei, FX Twin, Kenny Dope. Und auf der Vinyl, nur auf der Vinyl ist der Jungle Brothers. Ja, der und die Jungle Brothers. Singen die Jungle Brothers, mach dich frei. Und jetzt ist es ja, normalerweise bringt man ein Live-Album raus, entweder man möchte schnell Kohle machen, ja. Oder man verschwindet für die nächste Zeit mal von der Bildfläche. Ja. Was trifft bei euch zu? Das ist natürlich richtig, das umgarnt immer, ein Live-Album umgarnt immer der schlechte Ruf des Abzockens. Ja. Tatsächlich, aber nicht so. viele Fans haben uns ganz viele Faxe geschrieben, schon die ganze Jahre über hinweg, weil wir live eine nicht unerfolgreiche Band sind und haben immer nach einem Live-Album verlangt. Und jetzt zum ersten Mal mit dieser Live-Band, mit der wir unterwegs sind, macht es auch zum ersten Mal Sinn vom Material her, Live-Aufnahmen zu machen. Das war der erste Punkt. Wir dachten, jetzt machen wir es endlich mal. Und zweitens wollen wir tatsächlich nächstes Jahr eine kleine Pause machen und uns um unsere Plattenlabel 4Music ein bisschen kümmern. Und selber produzieren andere Bands. Ja, und viel mehr herausbringen und pushen und bearbeiten. Oh, aber bevor er verschwindet. Und, damit man eben nicht sagt, das ist so eine Abzocke, haben wir extra noch drei neue Lieder drauf gemacht und die Remixes. Aber bevor er verschwindet, lasst uns noch was da für unseren Requisitomaten, bitte. Der Requisitomat? Ja, ich habe was mitgebracht. Wo alle unsere Künstler, die zu uns kommen, was hinterlassen. Die Toten Hosen haben was drin gelassen. Wo? Die Bed and Breakfast haben was drin gelassen. Die Bass. Müssen wir dir folgen? Ja, das wäre nett, weil dann können wir es auch reinstecken. Aber wir verlosen das nicht auch noch? Das verlosen wir doch auch, oder? Das verlosen wir auch, das machen wir nachher. Ganz ruhig. Was habt ihr mitgebracht? Ja, ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover mitgebracht. Tempo, die Technik gibt ein Zeichen. Ja, es muss schnell gehen. Dicke Pulli, das ist der dicke Pulli. Das heißt Tempo. Das ist ein dicker Pulli, den habe ich in der Mega 4 Tour und bei der 4. Dimension Tour ganz, ganz oft angehabt. Und der ist schon ganz durch, aber das ist mein echter persönlicher Smudo-Pulli. Und da kommt jetzt nicht zum DRK, sondern zu einem Fan in den Requisitor. Und da drin ist er. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart. Es war wie das auch immer reingehört. Sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ja, natürlich. Es war ganz großartig. Ich würde mich freuen, mal wieder Nora raus. Danke, Thomas. Mensch, ja. Gern geschehen, du. Danke, Smudo.